Herzlich willkommen zu einem neuen BZ Job Talk. Heute zum Thema Arbeitsmarkt, Rückblick und Ausblick. Ich bin Andreas Seltmann, Experte für Employer Branding und wie immer Ihr BZ Job Talk Moderator. Ja, Arbeitsmarkt, Rückblick und Ausblick. Das heißt, wir gucken mal hin, was sind die großen Themen, was sind die Herausforderungen, was sind die Bedingungen, die man beachten muss, was sind die Trends. Vor allem, auf was müssen Sie sich in den Personalabteilungen einstellen, als Geschäftsführer auch? Und was betrifft es für die Menschen, die am Bewerbermarkt aktiv sind und auch vielleicht an die Arbeitssuchenden? Mein Gast heute im Studio, ein spannender Mensch dazu. Er ist Diplom-Verwaltungswirt an Freiburger Bobbele und hier auch wieder zu Hause beruflich. Denn als Insider des Arbeitsmarkts mit über 33 Jahren Erfahrung ist er mittlerweile Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Sie haben es natürlich längst erahnt, wer hier rechts neben mir sitzt. Herzlich willkommen im Studio, Alexander Magd. Vielen Dank und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin ganz gespannt so auf Ihre, vielleicht auch unsere gemeinsame Sicht so auf den Arbeitsmarkt und vielleicht erstmal so aus Ihrer Sicht, was passiert da gerade so? Wie schätzen Sie den aktuellen Arbeitsmarkt ein? Was sind so die Themen? Wenn wir auf den Arbeitsmarkt heute gucken, dann kann ich schon sagen, er ist nach wie vor stabil, insbesondere anlässlich dieser zahlreichen Krisen, die wir ja begonnen mit der Finanzkrise über die Pandemie bis heute haben. Wir schauen jedoch bislang immer auf den Arbeitsmarkt mit dem Blick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Und wenn man das sich anschaut, dann ist der Markt durchaus stabil. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir zunehmend einen Arbeits- und Fachkräftemangel haben. Und da würde ich mir schon manchmal auch die Frage stellen, unter diesem Blickwinkel, haben wir denn dann einen stabilen Arbeitsmarkt? Der Arbeitsmarkt wandelt sich von einem Stellenmarkt zu einem Bewerbermarkt. Und da müssen Unternehmen heutzutage umdenken. Wir sind ja ein Land der Qualifikationen und Zertifikate. Und ich würde mir da ein bisschen mehr eine Hands-on-Mentalität wünschen. Nicht alle unsere Kundinnen und Kunden oder uns der arbeitslosen Menschen haben Qualifikationen und Zertifikate. Und meiner Überzeugung nach hat aber jeder Mensch Talente und Stärken. Und wenn wir was für oder gegen den Arbeits- und Fachkräftemangel machen wollen, dann würde ich mir eben hier eine größere Hands-on-Mentalität wünschen, dass Arbeitgebende mehr auf diese Stärken und Talente schauen, weil wir können dann schon auch in der Beschäftigung noch weiter qualifizieren. Da möchte ich gleich auch mit drauf einsteigen, aber ich möchte noch mal tatsächlich so auf die Zahlenwelt so ein bisschen schauen, weil ich, also mir geht es oft so, wenn ich diese Millionen von Zahlen lese und klar, prozentual irgendwie stabil, nehme ich auch so wahr. Ich habe mal so geschaut, so die Anzahl der Arbeitssuchenden und offenen Stellen, das ist ja immer so eine gewisse Diskrepanz. Im Oktober waren es 23 waren es 2,6 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet und gleichzeitig waren es quasi so um die 750.000 offene Stellen. Das passt für mich immer nicht so ganz zusammen. Erklären Sie mir ein bisschen mal so die Diskrepanz von dieser Zahl, weil laienhaft könnte ich ja sagen, Mensch, das müsste ja easy sein, also das matcht ja, also die sollen da einfach alle irgendwo arbeiten gehen. Aber so einfach ist es ja nicht. Genau, so einfach ist es leider nicht. Wir haben die Situation, dass wir im Bezirk der Agentur für Arbeit in Freiburg 40.000 Beschäftigte haben, die als ungelernt gelten, die keinen Ausbildungsabschluss haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch 7.000 Arbeitslose, die keinen Berufsabschluss haben. Wenn wir jetzt auf die Angebotsseite gehen oder auf die Nachfrageseite mit den Stellen, mit den freien Stellen,
dann sehen wir eben, dass 80% der bei uns gemeldeten Stellen Fachkräfteniveau haben. Also sprich, Arbeitgebende suchen Menschen mit einem Ausbildungsabschluss. Und das passt an der Stelle eben nicht. Ich sage dann immer so schön, das matcht hier nicht. Wir müssen unheimlich viel in Weiterbildung investieren. Das ist auch jetzt für uns als Agentur für Arbeit eines der Fokusthemen der kommenden Jahre. Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht, aber da werden wir uns jetzt weiterhin noch stärker engagieren als bisher, um quasi diesen Mismatch etwas auszugleichen. Wir haben auch das Thema der Mobilität, insbesondere im öffentlichen Raum, im ländlichen Raum, wo es um die Frage geht, wie sind Wohnort und Arbeitsplatz mit ÖPNV verbunden. Das spielt durchaus auch eine Rolle. Und dann sehen wir eben auch bei Jugendlichen, wenn da der Wunschberuf, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt in Erfüllung geht, dann macht man eben lieber nochmal Schule. Das ist auch was, was man kennt. Und da schauen wir schon, dass wir im Rahmen unserer Berufsorientierung einfach Alternativen aufzeigen. Es gibt gute Alternativen und heutzutage ist es ja auch nicht so, dass ich eine Ausbildung mache und dann arbeite ich bis zur Rente genau in diesem Ausbildungsberuf. Also Stichwort lebenslanges Lernen, da gibt es ja ganz viele Themen noch drumherum, sodass man da später immer noch weiter oder was anderes machen kann. Vielen Dank. Jetzt waren da einige Perspektiven drin. Ich greife mal vielleicht auch das anfangs von Ihnen erwähnte, wir sind eine Welt der Zertifikate mit auf und dann eigentlich im Kontext dessen die ungelernten Fachkräfte oder Kräfte. Das ist ja eigentlich euer ureigenstes Geschäft, könnte man sagen, eigentlich genau die Lücke zu schließen. Das heißt, da sind Sie ja weiterhin dran mit den unterschiedlichsten Qualifizierungsmaßnahmen. Ich stelle aber gleichzeitig auch, wie Sie gesagt haben, auf der Unternehmerseite fest, man hält an den alten Strukturen und Modelle fest, wenn man die Menschen natürlich schon aus den Qualifizierungen, die sie kommen, in diese Schubladen steckt und dann aufnimmt. Was würden Sie dann nochmal Unternehmern auch empfehlen? Wie kann man da offen damit umgehen? Also einfach nur mal machen. Oder noch enger mit Ihnen zusammenarbeiten? Gibt es da so einen Wunsch Ihrer Seite, wie so dieser Fit noch besser stattfinden könnte, die Menschen eben mit Qualifikation zu bringen? Also für uns ist das, wie gesagt, ein Fokusthema und wir haben bei uns jetzt speziell Experten dafür ausgebildet, die Menschen ihr ganzes Erwerbsleben lang begleiten können, aber auch eben Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Arbeitgeberservice, die Arbeitgebenden berät in Sachen Personalmanagement. Wir unterstützen im Transformationsprozess. Wir organisieren Speed-Datings. Also wir sehen uns schon so ein bisschen als die Makler am Arbeitsmarkt, die im Prinzip Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Jetzt der eine Hebel, über den haben wir gerade gesprochen, ist ja so eigentlich Qualifizierung und dann eigentlich auch dem Arbeitsmarkt auch zuführen. Was sind so die weiteren großen Hebel, wo wir dem Thema Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenwirken können? Also wir sehen in der längeren Beschäftigung älterer ein Hebel. Das gelingt uns sehr gut, dass Ältere länger im Erwerbsleben bleiben. Wo wir noch ein bisschen Nachholbedarf haben, ist bei der Frage, Ältere auch neu einzustellen, Älteren eine Chance zu geben. Wir sehen bei der Frauenerwerbsbeteiligung ein Potenzial. Ich habe vor kurzem in den Medien gelesen, wir bräuchten ein Frauenwirtschaftswunder. Das finde ich eigentlich ein sehr schöner Begriff. Da spielen natürlich andere Dinge auch noch eine Rolle. Das Thema Kinderbetreuung, Absolut. da sind wir dann wieder beim Thema Fachkräftemangel. Aber auch da
unterstützen wir in Baden-Württemberg mit einem Qualifizierungsprogramm, das nennt sich Direkteinstieg Kita. Da qualifizieren wir Menschen mit einem Berufsabschluss und Berufserfahrung zur Kinderbetreuung in den Kitas. Das ist richtig gut angelaufen. Im September haben bei uns 35 Männer und Frauen in dieser Maßnahme begonnen. Und wir versprechen uns davon, dass wir es ein kleines bisschen abmildern können. Dazu kommen eben, das hatten wir vorhin ja schon, oder hatte ich vorhin schon angesprochen, die jungen Menschen, die sind unheimlich wichtig. Letztendlich ist es unsere Zukunft. Auch die dürfen wir nicht verlieren und müssen schauen, dass wir sie, sag ich mal, durch den Dschungel der zahlreichen Ausbildungsberufe führen, ihnen die Informationen geben. Und was mir auch immer wieder wichtig ist, auch mit einer dualen Ausbildung kann ich beruflich erfolgreich sein, ich kann mich weiterentwickeln, sei es im Handwerk oder im kaufmännischen Bereich. Man muss nicht automatisch immer studieren. Und da sehe ich schon noch Potenzial, dass wir gerade beim Thema duale Ausbildung noch mehr Menschen, sag ich mal, aufs Gleis stellen und dahin bringen und im Zweifel auch junge Menschen, die Unterstützung brauchen. Auch da haben wir ein vielseitiges Angebot als Agentur für Arbeit. Auch die Jobcenter, die ja beim Bürgergeld dabei sind, unterstützen junge Menschen ganz hervorragend in ihren Jugendberufsagenturen. Das sind schon so Hebel, wo ich denke. Von dem her könnte man sagen, also die Chancen sind eigentlich besser denn je. Manchmal ist eher noch die Orientierung zu finden, da möchte ich nachher nochmal drauf ein, aber ich würde gerne das nochmal unterstreichen mit den Frauen und Arbeitsmarkt, weil wir sind ja letztendlich in Deutschland, wenn man die Zahlen anschaut, eigentlich so ein Frauen-Teilzeitland oder ein Männer-Vollzeitland. Und ich fand eine spannende Zahl, die habe ich mir mit rausgeschrieben. Hubertus Heil hat mal bei Lanz gesagt, wenn wir schaffen, die Frauenerwerbsbeteiligung um 10% zu steigern, die ist gerade so um die 71%, aber wenn wir die um 10% steigern, hätten wir 900.000 weitestgehend gut ausgebildete Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und das finde ich spannende Zahlen, wenn wir merken, da fehlen 4 Millionen dann demnächst, weil die bis 2030 die Renteneintrittsgrenze erreichen. Dann finde ich die Hebel, die da drin stecken, wenn man richtig einsteigt, schon spannend. Mit allen Voraussetzungen, die vielleicht eben bei der Kita-Betreuung und Co. ein bisschen zu spät kommen. Jetzt kann man wieder sagen, nach hinten schauen ist natürlich immer ein bisschen müßig. Nach vorne schauen wir eigentlich, da liegt die Chance. Und aus meiner Sicht sind es die Qualifizierungsangebote, die passen müssen, die Betreuungsangebote und wahrscheinlich müssen eben auch wieder die Unternehmer einen Teil dessen stemmen, wenn sie dieses Potenzial anpacken wollen. Ja, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Das ist schon richtig. Dieser Bewerbermarkt, wenn ich es mal etwas provozierend sage, früher haben sich Menschen bei Unternehmen beworben. Jetzt müssen sich vielleicht Unternehmen bei den Menschen bewerben. Und wir sehen schon, dass es mittlerweile Unternehmen gibt, die mehr Geld in Personalmarketing stecken als in ihre eigene Produktwerbung. Das wird wahrscheinlich schon auch die Zukunft sein. Man muss da noch wesentlich kreativer werden über Arbeitszeitmodelle, über Incentives, die da eine Rolle spielen. Ich meine, vor der Pandemie haben wir noch von Homeoffice gesprochen als Variante. Das hat in der Pandemie hat das alles überholt und das ist heute nichts Besonderes mehr. Das ist schon fast Standard. Aber das haben wir. Aber auch da müssen manche umdenken, weil sie alle Menschen gerade wieder ins Büro zurückholen, wo ich mich oft frage, also wo ist das Learning drin? Also man könnte ja jetzt, kann ich natürlich einfach sprechen, einen goldenen Mittelweg finden, dass auch der Vereinbarkeit leichter geht und dass die Kultur trotzdem erhalten wird, aber der Freiheitsgrad für die Menschen auch eben da bleibt.
Also ich glaube, da braucht es auch ein anderes Miteinander, nochmal miteinander. Da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist natürlich sehr heterogen. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, im persönlichen Kundenkontakt bin oder in der Produktion, es gibt immer wieder Bereiche und Branchen, wo das Thema Homeoffice einfach schwieriger ist. Und da müssen sich alle Menschen Gedanken machen. Also auch ich muss mir da Gedanken machen, was sind so meine Prioritäten? Ja? Ist mir dieses Thema flexible Arbeitsorte wichtig oder ist für mich das Thema mit Menschen zu arbeiten wichtig? Und danach muss ich mich dann entsprechend orientieren. Und Sie hatten es vorhin schon gesagt, die Chancen sind selten so gut gewesen wie im Moment. Ja? Mhm. Und wenn wir die demografische Entwicklung uns anschauen, Rückgang der Geburtenrate, die Babyboomer werden das Erwerbsleben in den nächsten 10 Jahren massiv verlassen, dann werden die Chancen immer besser. Mhm. Auf die Babyboomer würde ich noch kurz mit eingehen, weil ich finde es, also die demografische Entwicklung, die wird ja so kommen. Die ist schon lang absehbar, jetzt haben wir sie. Und gleichzeitig frage ich mich, jetzt wärst du intelligent, also ich sage es jetzt mal, trotzdem in die Menschen zu investieren, die in dieser letzten Berufsphase sind. Ich nehme manchmal so wahr, jetzt schaut mal auf die Gen Z. Also, die Jungen müssen jetzt quasi die Alten ersetzen. Ist ja eigentlich auch eine Denke der Vergangenheit. Da ging das, weil da in dem Trichter einfach viele reinkamen. Und hinterher kamen für die Unternehmen da ein paar für sich raus. Jetzt muss man heute ja eigentlich anders denken und die Chancen ergreifen und die Menschen an allen Lebenssituationen in den Arbeitsmarkt bringen oder die Kompetenzen abgreifen, weil man die Menschen schlichtweg braucht. Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, wir begleiten jeden von bis, sagen Sie mir da noch einen Satz dazu, das fand ich ein spannendes Statement, weil Sie sagen, egal wo der Mensch steht, er findet bei uns eigentlich einen Zugang und wir begleiten den eigentlich bis zur Rente. Ne? Genau. Also bei uns ist das ein bisschen ein sperriger Begriff. Wir nennen das Berufsberatung im Erwerbsleben. Mhm. Bei den Jugendlichen ist es dann Berufsberatung vor dem Erwerbsleben. Und wenn wir die beiden kombinieren, dann haben wir die Expertinnen und Experten, die quasi vom Übergang Schule, Beruf bis zum Renteneintritt die Menschen begleiten. Und ich sehe schon, dass es wichtig ist, Ältere im Arbeitsprozess oder im Arbeitsleben zu halten. Mhm. Ältere haben ganz viele Qualitäten. Ja? Also zum einen haben sie ein Erfahrungswissen, welches sie an Jugendliche oder jüngere Kolleginnen und Kollegen weitergeben können. Sie haben in der Regel ein sehr großes professionelles Netzwerk, in dem sie agieren, was dem Unternehmen zugutekommt. Und auf der anderen Seite können jüngere Menschen auch Älteren was geben, gerade im Bereich neuer Technologien. Sie haben die Generation Z angesprochen. Das ist übrigens die erste Generation, die ein Leben ohne Smartphone und Tablet gar nicht kennt. Ich habe auch Kinder in dem Alter und, und wir hatten noch so ein altes Wählscheibentelefon. Da haben meine Söhne gefragt, was ist denn das eigentlich, Papa? Ja? Und da wurde mir erst mal bewusst, wie schnell diese Technologien vorangeschritten sind. Und am Ende, aber wenn wir jetzt wieder auf die Unternehmen kommen, ist es letztendlich eine Win-Win-Situation. Ich habe eine Vielfalt. Ich bin davon überzeugt, dass in Teams eine Altersvielfalt gegeben sein muss, von jung bis alt. Genauso Frau, Mann. Also ich sag mal, je vielfältiger ein Team ist, je erfolgreicher sind die, weil diese unterschiedlichen Talente, wenn man da die Synergien zusammenbringt, dann wird das ein guter Mix und es ist am Ende auch ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. Da habe ich neulich mal gelesen, dass tatsächlich diverse Teams so, also
spannend zum Thema Attraktivität. Also nahezu 70% attraktiver sind für Menschen im Unternehmen und natürlich von außen. Auch 1,7% innovativer. Und das ist schon ein Zeichen, dass da also nicht nur das Miteinander gestärkt wird, sondern auch ein echter Wirtschaftsfaktor mit drinsteckt. Von dem her finde ich es schon spannend zu überlegen, also da arbeiten ja 4, vielleicht demnächst auch mal 5 plus minus Generationen eigentlich zusammen. Und ich sage auch immer, wer schafft, dass die Menschen wirklich, wirklich zusammenarbeiten, ist eigentlich schon automatisch auf der Gewinnerseite. Und darf ich vielleicht noch ein spannendes Erlebnis teilen? Da war neulich tatsächlich ein junges Mädel, gerade Berufseinsteigerin, die dann auch sagte, aber jetzt tut mir bitte einen Gefallen. Ich muss euch bitte, bitte nicht ewig quasi Wertschätzung zollen, was ihr im Leben schon alles geleistet hat. Lasst uns ein gutes Miteinander leben. Und das fand ich spannend, oder respektive, die hat ja dann das Erlebnis gehabt, also dass sie, sagen wir so, Senioritäten, so wie mich, dann wahrscheinlich die ihr alles Mögliche beibringen wollten, dann 10-mal wahrscheinlich sagen, gib mir eine Verantwortung, gib mir eine Aufgabe und ich sage auch mal, ich erkenne auch mal an, was du alles kannst, aber jetzt lass uns nach vorne arbeiten. Das fand ich auch spannend, was das Miteinander hat immer zwei Seiten, ist so die war meine Wahrnehmung da drin. Und nicht nur immer, ja, die Jungen, die dürfen jetzt lernen und danke, dass sie das mit zum Ausdruck gebracht haben. Das Gegenseitige ist für mich der Benefit und ich glaube, da dürfen einige Firmen noch sagen, sind wir an dem Punkt schon? Oder müssen wir die Kultur an der Ecke auch erst noch mit aufbauen? Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit erforderlich. Ja, also die Unternehmen sind unterschiedlich weit. Ja. Für mich ist in meiner Erfahrung heraus auch wichtig, das dann letztendlich auch zu leben. Und damit kann ich ja dann auch Werbung machen. Ja, das ist ja, ja. auch eine Form von Employer Branding, wo ich sagen ja. kann, wir sind divers aufgestellt. Wir leben diese Vielfalt. Wir respektieren uns gegenseitig. Diesen Respekt finde ich wichtig und dann gehen wir gemeinsam nach vorne. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Jetzt haben wir schon zwei der für mich größten Hebel mit angesprochen. Das eine ist so Qualifizierung, der Klassiker auch, aber den darf man nie vernachlässigen. Frauen, ganz wichtig, finde ich. Vereinbarkeitsthemen werden auch nicht mehr weggehen, übrigens auch für Väter. Das wissen wir. Und der dritte Hebel kommt eigentlich aus der Diversität, eigentlich Zuwanderung. Und wenn man da hinschaut, haben wir natürlich auch einer der größten Hebel, aber natürlich auch Themenfelder, die nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. So, wie ist so Ihren Blick auf das Thema Zuwanderung, vielleicht also vom Hebel des Arbeitsmarktes, aber auch vielleicht von den Herausforderungen, die da drin stecken? Also Zuwanderung ist ein weiterer Hebel, auf den wir in Zukunft nicht verzichten können. Mhm. Wir sehen ja auch, wenn wir sind hier in Grenznähe zu Frankreich, wir kooperieren auch mit der französischen Arbeitsverwaltung und wir sehen eben auch, dass dieses Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel letztendlich auch die Staaten um uns herum betrifft. Mhm. Wir sind da in Konkurrenz. Und auch Osteuropa gibt es einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel und wir können eben nicht mehr damit rechnen, dass von dort Zuwanderung erfolgt. Wir brauchen diese Zuwanderung aus Drittstaaten, um am Ende auch unseren Wohlstand als Gesellschaft zu halten. Und da würde ich mir eben wünschen, da müssen wir noch ein bisschen mehr entbürokratisieren, die Prozesse verschlanken und insgesamt schneller werden, was dann letztendlich auch die Anerkennung der Berufsabschlüsse betrifft. Mhm. Und was wir auch sehen, und da gibt es aber auch viele gute Beispiele, ja, auch in unserer Region, wir müssen uns bei diesem Thema Zuwanderung aus Drittstaaten immer noch die Frage stellen, was ist mit dem Thema Wohnraum? Absolut. Ja. Und was passiert eigentlich nach Feierabend? Also sprich, ja. diese soziale ja. Integration, ja. Die müssen wir mitdenken. Und wenn wir diese drei Säulen, Arbeit, Wohnung, Freizeit mitdenken, dann bin ich überzeugt, es kann was Gutes werden.
Es gibt aber auch die Geflüchteten, ja, die geflüchteten Menschen, die kommen jetzt nicht wegen Arbeit zu uns, Ja. aber auch in diesen geflüchteten Menschen gibt es viele Potenziale, die wir nutzbar machen müssen, über Qualifizierung, Sprache natürlich. Also da müssen diese verschiedenen Rädchen ineinander greifen. Und lassen Sie mich noch ein Hebel, der mir auch sehr wichtig ist, das ist Thema Inklusion. Absolut. Ja. Also Menschen mit Behinderung, Menschen mit Handicaps, die brauchen wir genauso wie alle anderen, über die wir bislang gesprochen haben. Nächste Woche haben wir die Woche der Menschen mit Behinderung. Und das finde ich wichtige Aktionen. Da wünsche ich mir auch noch eine größere Aufgeschlossenheit bei Ja. Arbeitgebenden. Ja. Gibt überall tolle Beispiele und ich kann das auch nur bestätigen und habe da neulich auch wieder wirklich Unternehmer getroffen, die gesagt haben, also einerseits ist meine Überzeugung, die Menschen möchte ich auch bei mir beschäftigen und genau mit dieser Chance, eine Chance für mich am Arbeitsmarkt ja auch Menschen zu bekommen. Und wenn ich der Klassiker eigentlich, den ich ja immer tun müsste, sollte, welche Kompetenzen kann ich auf welcher Arbeitsstelle einsetzen, eben auch die Menschen mit sagen wir, Behinderung mit einbeziehe, dann nutze ich natürlich einen weiteren Hebel, um sagen wir, meine Lücken zu schließen. Und von dem her, danke, dass Sie den mit aufbringen, den darf man unbedingt auch mit auf den Schirm bekommen. Wenn wir jetzt so schauen, dann haben wir mal so rückwärts betrachtet, eigentlich so die Inklusion als Hebel. Wir haben die Ausbildung, die Weiterbildung, die Qualifizierung, die Frauen, die Zuwanderung. Da steckt ja schon eine Menge drin. Ich glaube aber nochmal auf die Unternehmen zu kommen, die auch kulturell eigentlich so an den Start zu bekommen, dass man ein gutes Miteinander hinkriegt, sehe ich doch noch einige Potenziale. Jetzt gibt es immer beide Seiten. Also man muss die Kultur schaffen, dass irgendwo etwas aufgenommen werden kann und die Menschen müssen sich natürlich einbringen und gleichermaßen ihren Teil eigentlich dazu beitragen, dass sie dazugehören wollen. Und da sind sie ja ziemlich an der Quelle mit den ganzen Menschen, wo sie dann immer umgehen dürfen. Blick vielleicht in eine Richtung, wo wir sagen, was sind so Trends, was kommt da noch auf uns zu? Sind es die, werden sich die verstärken oder gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere, die so am Horizont so in Erscheinung treten. Also das Thema Transformation, dahinter verbirgt sich ja dann letztendlich das Thema Digitalisierung, Automatisierung, KI. Ja, ich glaube, das werden wir brauchen, weil das einfach auch einen Teil der fehlenden Fachkräfte kompensieren kann, in unterschiedlichster Ausprägung. Wir haben eben dieses Thema Demografie, Dekarbonisierung. Im Handwerk, da höre ich auch immer wieder, wie wollen wir denn die Energiewende schaffen, ja, ohne die Fachkräfte? Wir können gar nicht so viel Photovoltaik aufs Dach bringen, wie letztendlich auch gefordert wird. Die der 70-jährige Installateur dann installiert. So, um die Demografie auch noch Ja. mit Aber da reinzubringen. kann ich ja auch, zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wo Sie bringen, da kann ich ein Stück weit so ein Jobsharing machen. Ja. Ich habe beispielsweise jüngere Menschen, die diese Photovoltaik aufs Dach bringen. Und dann kommt der 70-jährige oder 65-jährige Elektriker und schließt es an. Ja, also ich kann Prozesse auch teilen. Ja. Ja, Ja. und dann sind wir wieder beim Thema Kreativität. Manche Dinge neu denken, vielleicht auch mal um die Ecke denken, das spielt schon eine Rolle, ja. Und wir sehen auch, dass eben Unternehmen ihre Mitarbeiter halten, dass sie nach wie vor einen großen Bedarf haben aufgrund dieser demografischen Entwicklung, aber letztendlich im Moment durchaus zögerlich sind, was Investitionen in die Zukunft betrifft und was letztendlich auch dann einen Personalaufwuchs betrifft. Also wir sehen schon eher eine Ersatzbeschaffung,
wie ein Personalaufwuchs, sondern das sehen wir eben auch in der Konjunktur, ja, die durchaus schwächelt, aber der Arbeitsmarkt sich da im Moment ein bisschen entkoppelt. Ja, und auch da darf ich Sie nochmal bestätigen. Ich bin ein großer Freund von der Digitalisierung, die man natürlich auch irgendwo Schritt für Schritt auch anpacken soll, dass er einen irgendwie auch nicht überfordert, auch von der Investitionsseite. Aber letztendlich ist das ja auch ein Hebel, der effizienter macht oder an manchen Ecken auch Arbeitskraft durchaus auch kompensiert. Im Sinne, da muss ich nicht mehr ausschließlich nur Menschleistung bringen, sodass man schon auch den Appell aussprechen kann und darf sagen, also weiter auch in Digitalisierung investieren, weil neben den, kann man auch sagen, Geschäftsmodelle, die sich entwickeln, aber so weit möchte ich gar nicht denken im heutigen Kontext, in unserem Thema heute, sondern eher, auch das ist ein Beitrag, Fachkräfte oder Arbeitskräfte so einzusparen, hört sich jetzt da natürlich ein bisschen schrecklich an oder ein bisschen, aber genau sozusagen, da muss ich jetzt nicht mehr Mensch herbringen und nachbesetzen, weil ich bin eigentlich schon ein bisschen weiterentwickelt technologisch. Absolut. Also ich muss mich, heute bin ich viel breiter aufgestellt, ja, also weil eben dieser Arbeits- und Fachkräftemangel so eklatant ist. Wir haben ja über viele Gruppen gesprochen am Arbeitsmarkt, wo durchaus noch Potenzial ist. Also das halte ich für wichtig. Und dann kommt, wie Sie eben sagen, dieses Thema Digitalisierung noch dazu. Ja? Und wenn ich mich da breit aufstelle, auch mal was wag und flexibel bin, ja, dann glaube ich, kann ich ein ganzes Stück was tun. Das wird natürlich jetzt nicht übermorgen sein, dass dann alles wieder ganz gut ist, aber so in diese Richtung zu gehen und das sehen wir auch unsere Aufgabe, ja, an der Agentur für Arbeit denkt man ja in erster Linie in irgendeiner Krise, ja. Aber man denkt viel nicht so sehr an uns im normalen Erwerbsleben, ja. Und das ist unsere Transformation. Also wir haben bei uns auch Fachkräftemangel. Wir suchen händeringend Nachwuchskräfte. Wir suchen händeringend Fachkräfte und transformieren uns auch ein Stück weit eben als die Beraterinnen und Berater während des gesamten Erwerbslebens. Also da darf ich auch noch mal gerne Lanze für Sie brechen, weil ich glaube, das ist auch natürlich zeitgemäß, machen Sie auch schon länger. Und genau das aber von der Unternehmensseite oder von den Mitarbeitenden in den Unternehmen anzunehmen, weil nicht jedes Unternehmen hat die Größe, dass er eigentlich Personalentwicklung in dem Stile betreiben kann und die Beratung schon während der Begleitung im Arbeitsleben eigentlich zum Angebot im Unternehmen aussprechen kann. Von dem auch ein Appell an Sie. Also nutzen Sie die Möglichkeiten, die einfach da gegeben sind. Und wenn so Unsicherheiten auftreten während dem Erwerbsleben, dann kann man schon mal sagen, wo geht es vielleicht hin? Ich kann mich ja schon mal an jemanden wenden, um mal in den Austausch zu kommen, um diese Unsicherheiten zu klären oder eine nächste Perspektive zu ergreifen. Man muss nicht schon eigentlich in der Arbeitslosigkeit sein, um wieder die Rolle rückwärts zu finden, um wieder reinzukommen. Also da unbedingt, da kann ich, da breche ich eine Lanze für Ihre Leistungen, weil die finde ich sehr besonders. Die gab es, also die gibt es jetzt schon ein paar Jahre, trotzdem noch frühe Phase, aber die finde ich hervorragend. Ich würde so gegen auf die Zielgerade einbiegen von unserem Austausch und kann auch so vielleicht eine persönliche Frage zum Schluss so mitnehmen. So gab es für Sie oder gibt es für Sie so ein persönliches, schönstes Erlebnis mit den Menschen, mit denen Sie täglich umgehen, quasi so ein Arbeitsmarkterlebnis 2023? Das ist Alexander Mark. Also mein persönliches Arbeitsmarkterlebnis 2023 sind die Menschen, die mir begegnet sind in den zahlreichen Netzwerken, in denen wir vertreten sind. Also dieses Engagement, diese Energie, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, um eben was gegen Arbeits- und Fachkräftemangel zu tun, um benachteiligte Personengruppen zu unterstützen. Das war schon sehr, sehr besonders. Und da bin ich sehr dankbar. Und ich glaube eben, keine Institution oder Verband oder wie auch immer kann es für sich alleine.
Das geht nur gemeinsam. Diese Herausforderung ist so gewaltig. Und das erfahren zu dürfen in diesem Jahr, auch in der Gewissheit, dass wir gemeinsam so weitermachen, so engagiert und so kreativ, das stimmt mich auch sehr positiv für die Zukunft. Herr Mark, ein wunderbares Schlusswort. Das mag ich noch ein bisschen verstärken, indem ich nochmal so einen Appell auch an Sie richte. Die Herausforderungen sind groß, aber nutzen Sie die unterschiedlichen Hebel, die wir Ihnen heute aufgezeigt haben. Es ist nicht der eine. Die Situation ist viel zu komplex dafür, aber schauen Sie, an welcher Ecke vielleicht Sie heute schon welche Stärken haben und wo Sie noch ein Schrittchen weitermachen können. Vernetzen Sie sich. Auch da bin ich bei Ihnen. Alleine geht es nicht. Dann werden wir das wuppen. Von dem her schön, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie bei mir im Studio waren. Sehr gern. Und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Talk. Ihr Andreas Seidmann.